So Leute, da sind wir wieder bei Mario Kart nach einer längeren Pause. Ja, erstmal wieder auf Mario Stadion. Das habe ich ungefähr schon vor einem Monat oder so aufgenommen. Ich habe auch immer noch ein Part, aber dann ist mitten in der Aufnahme die Audio abgeschmiert, also werdet ihr nur im fünften Rennen das, was ich da original gelabert habe, hören. Den Rest kommentiere ich jetzt nach, weil, na, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil dann kann ich dir was anderes erzählen. Ist jetzt natürlich erstmal blöd, da ich jetzt nichts gemacht habe, aber irgendwie hat die Schule wieder angefangen und dann kommt man später nach Hause und dann musste ich gleich noch nachkommentieren, musste, dann hatte ich da nie Lust zu und weiß auch nicht, aber ich versuche jetzt wieder jeden zweiten Tag ein Video zu machen. Ja. Es ist auch der DLC rausgekommen, aber da habe ich jetzt auch kein Video von gemacht, weil das eh schon genug Leute machen, das kennt man ja. Und so schlecht bin ich ja gar nicht gefahren. Dann war natürlich wieder ein gutes WG, wie immer. Versuche immer guten WGs zu fahren, ich werde aber bald mal mit Mercedes, Benz fahren, also mit irgend so einer Karre von, ich weiß nicht, ob ich alle mal zeigen soll, das ist ja klar, aber das könnt ihr mir ruhig mal schreiben, wenn ihr wollt, auch wenn das eh wieder niemand macht, aber kannst ja trotzdem sagen, vielleicht macht es ja doch jemand, also wenn ihr es macht, wäre es toll, weil hier wirklich schön am Lecken. Jetzt ist ja auch das neue Update mit der Karte. Kann man übrigens mit Minus, wenn man auf Gamepad drückt. Auf dem Gamepad drückt, kann man das übrigens machen. Und ja, da kommen jetzt natürlich noch neue Charaktere im November. Und zwei neue Cups. Und Marius Goldmine ist auch dabei. Hat man schon gesehen. Und Blue Falcon so von Mario Kart Wii vielleicht. Bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ganz cool. Und trotzdem, dass ich gar nicht so schlecht gefahren bin, verkacke ich ja. Das war jetzt dumm, aber 8er bin ich wenigstens noch geworden. Und das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Aber jetzt kann ich in einem durchreden, weil ich die Cuts schon rausgeschnitten habe und einfach nur nachkommentiere. Macht Sinn, ne? Ja. Und da ist schon das nächste Rennen auf der Rainbow Road. Da ist der Countdown und da geht's los. Ja. Ich freue mich schon auf die DLCs, werde ich wahrscheinlich nicht sagen. Aber wenn man beide jetzt schon vorbestellt, das habe ich jetzt auch nicht gecheckt, dann kriegt man schon so 8 bunte Scheiben, 9 bunte Scheibeis und 9 bunte Yoshi. Finde ich eigentlich ganz cool. Das ist dann so auswählbar, als wenn man das nie auswählen will. Dann kommt da ja auch immer so 9 Vorschläge, was man nehmen will. Das war crazy. Schon länger jetzt mal wieder um mich von Mario Kart spielen, ja. Aber wenn er die DLCs kommt, gibt es dann neue TTs. Vielleicht kann ich dann mal wieder in die Top 10 kommen. Das ist ja schon länger, aber jetzt ist das wieder so übertriebene Zeit. Da haben wir schon viel TT. Da habe ich eigentlich nie so Lust drauf. Also, aber ich bin auch so schlecht für. Naja, so schlecht bin ich jetzt auch nicht, aber. Ich werde es einfach mal probieren mit den neuen Strecken. Ich bin gespannt. Der nächste kommt leider erst im März, also der zweite, das zweite Paket. Finde ich schade, aber ist ja auch schon mal cool. Und ja, was wollen wir uns noch sagen? Also, so. Das wäre jetzt aber kacke. Versuch einfach. Jetzt mehr vieles wird zum Beispiel, ich habe normal Kart 8 Video auf Vorrat, deswegen nicht wundern, und danach würde ich sagen, mache ich einfach noch mal auch ein paar Mario Kart 8 Parts und die S-Remix 2, weiß ich nicht. So, da sind wir auch schon wieder. Und ja, wir sind halt wieder da. Na, Moment mal ganz kurz.
Lol. So. Da sind wir schon wieder. Ich muss jetzt hier mal kurz, dass es einigermaßen so cool ist, weil ich hier fahre. Was hier läuft. Machen und. Ja, ich wollte eigentlich mal Super Mario Bros. X machen. Das hatte ich ja schon mal gemacht und dann einfach nicht mehr weitergemacht. Fand ich irgendwie ein bisschen doof. Aber irgendwie läuft das nicht auf meinem PC, weil. Also, mein PC ist ja eigentlich gut genug, aber. Wie soll man sagen? Bowser's Castle ist dran. Ja, auf jeden Fall, wenn ich da starte, da öffnet sich immer so. Ich weiß nicht, wie es das nennt. Dass da so ein Flash-Game ist, gibt's da, hab ich mir noch was gedownloadet, dann öffnen sich so ganz viele Sachen, habe ich mal gesehen, und dann lässt sich das nicht starten, also es läuft eigentlich auf jeden Fall. Ich sehe, das braucht keine besonderen. Also keine besonderen Anforderungen. Ich kann noch den Boost Panel bekommen. Fertig, gut. Naja, und das hat glaube ich schon bei allen schon wieder die Schule begonnen. Und dann werden wir bald wieder Ferien. Also 2 Wochen. Aber diese 2 Wochen werden auch schon. Ja, das war jetzt eine sehr tanke Luft in deiner Hand oder was? Ich toll oder so. Aber solche Räume machen eigentlich immer Spaß. Wenn ich jetzt die ganzen Spieler runter, also die Mitspieler habe, kann man dann auch immer wieder nachstellen, wenn man so ein bisschen gewöhnt hat. Kommt man da ein Stück wieder rein. Und ja. Ich glaube, ich habe gerade durch den Bullet so einen kleinen Boost bekommen, also dass man das so dreht, ne? Das ist natürlich gut zu wissen, dass wenn das wirklich so weiter weiter zwar laufen kann, kann das anders gewesen sein. Und ja, auf die nächsten Bild ist freue ich mich natürlich auch. Da werde ich natürlich auch die Cups direkt hochladen. Am besten direkt. Also direkt morgens früh, auch wenn ich wahrscheinlich an dem Tag Schule habe, einfach direkt downloaden, 2 Parts aufnehmen, rendern und hochladen, ne? Wie jeder andere große YouTuber, der hat ja noch nicht genug Abonnenten, ne? Muss das natürlich vor allen anderen machen. Ne? Also ein bisschen würde ich das mal nett finden, wenn vielleicht nicht immer alles direkt hochladen. Ne? Und zum Beispiel jetzt auch wieder Smash Bros. 3DS. Kommt erst am 2. Oktober raus und da laden wir einfach jetzt schon hoch. Ja, guck dir einfach nicht. Das finde ich sehr toll. Dann freuen sich die Leute alle. Ja, der macht das schon so früh, aber habe ich auch nichts gegen. Aber dass der so früh machen, da habe ich was schon was gegen. Auch wenn man selber auch machen würde. Aber wenn man schon so viele Abonnenten hat, wie soll man dann irgendwie auch viele Abonnenten mal dazu kriegen? Man macht das natürlich nur aus Spaß, aber trotzdem ist es cool, wenn man noch ein paar Abonnenten bekommt. Und wir sind hier auf, was ist das nochmal, 3 Boon Valley hier, Strecke, Steinblock Ring, ja, Steinblock Ring ist hier. Im Pilz Cup die 4. Strecke. Ah, das ist der einzige Knochen trocken Dünen, glaube ich. Ja. Wie schnell man eigentlich sogar alle Namen auswendig lernt, ist schon fantastisch. Ja, auf jeden Fall finde ich das ein bisschen blöd, aber kannst du nichts machen. Ich denke mal, dass das schon ein paar Leute verstehen. Oder warum das so. Warum ich das scheiße finde. Ja, und nach dem Rennen werde ich jetzt einfach ein bisschen gleich sagen und dann rede ich halt. Zwar aber das, was ich vor 4 Wochen gesagt habe, einfach mal. Weißt du, ich könnte jetzt sagen, was ich vor 4 Wochen gesagt habe, aber ich würde sagen, ich kann das drauf. Auf jeden Fall könnt ihr mir auch immer ein paar Kommentare vor. Was laber ich da? Vorschläge machen für welche Spiele, keine Ahnung hat. Könnt ihr auch gerne auch mitfahren, aber hatte ich zuerst geplant, dass ich zuerst nur mit Abonnenten spiele, wie ich das früher mal gemacht habe. Aber da sich so gut wie niemand gemeldet hat, habe ich gedacht, dann fahre ich halt nur einen guten WW und vielleicht ist ja irgendwann mal irgendwann mit.
Dann war es nicht. Ja, das war natürlich sehr schön. Ah, da hat natürlich direkt das. Nice. Crazy Kack. Das Bogart ist schon in meinem Zimmer. Wo alles startet. Und Bogart wieder am Schub. Auf jeden Fall, das war es so, weil ich sein wollte. Würde ich sagen, so im nächsten Part. Hoffentlich noch diese Woche. Weil wenn du so lange schon warst, dann hast du, dann denkst du dir, zockst du noch eine Runde und dann machst du noch eine Runde und dann ist schon abends und dann hast du keinen Bock mehr zu rendern. Und so ist es dann, ne? Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Schreibt mir einen Kommentar vor, schnell Teamvorschläge und dann. Ciao. Juhu. Und jetzt sind alles 9999 oder so in, um den Dreh, außer einer mit 8000 und zwei mit 5000. Also ich schon noch einen. Ich habe ja fast 5000 dazu. Aber irgendwie will ich keine gute Platzierung holen. Das finde ich ziemlich schade. Da draußen jubeln sie mich auch schon an. Du schaffst das. Ich höre es doch. Vielleicht hört ihr es auch. Nee, kein Spaß, aber. Ich will jetzt endlich mal hier was rausholen. Das ist doch immer so, ey. Die haben immer dann das Item. Oh, das hat er davon, dass er das eingesetzt hat. Was habe ich davon, dass ich das gesagt habe, oder was? Was habe ich denn so Schlimmes gemacht? Nichts, genau. Ja, ich mache jetzt lieber mal einen Stunt. Sicher, sicher. Und ich hoffe, dass ich jetzt irgendwas rausholen kann. Und ich bin jetzt an dem Tag, wo das Video 2 Tage raus ist. Was laber ich da? Wo das, der letzte Mario Kart 8 Part rauskam, seit dem Tag, also bin ich 4 Jahre auf YouTube an dem Tag. Das ist schon eine lange Zeit, schon lange, ne? Ich habe auch immer eigentlich einigermaßen regelmäßig Videos gemacht. Das muss jetzt einfach sein. Das finde ich auch cool. Auch wenn ich nur 600 Abonnenten habe, ist zwar eigentlich nicht wenig, wenn man sich das mal in Menschenmassen vorstellt, aber so bei YouTube, das ist schon nicht so viel, besonders nach 4 Jahren. Manche Leute haben ja schon nach 2 Jahren irgendwie 1 Million, ne, wie ungespielt jetzt zum Beispiel, ne? Und wir sind Zweiter geworden hier zum Abschluss, das freut mich sehr. Mal gucken, wie viele Pluspunkte ich jetzt bekomme. 33. Das finde ich halt ein bisschen schade, aber ja. Und da ich dann auch, eigentlich würden mir 100 Views reißen, aber das ist ja schon ein bisschen wenig, weil ich da so bekomme. Aber naja, ich rede da noch im nächsten Part drüber. Das war es erstmal. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, Daumen nach hoch, geschmeidigen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Mario Kart 8. Bis zum nächsten Mal und ciao.